Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn heute habe ich einen unglaublich tollen Interviewpartner für dich und wir wollen, ja, worüber auch immer sprechen, über tolle Sachen. Wir hatten schon gerade ein tolles Vorgespräch. Wir sprechen über das Leben, wir sprechen über Achtsamkeit, wir sprechen über Gesundheit, wir sprechen aber auch über die Hollywood-Therapie. Ich sage ganz herzlich willkommen, Rüdiger Dahlke. Und ja, Rüdiger Dahlke ist Autor, Seminarleiter, er ist Arzt. Ich brauche ihn, glaube ich, nicht vorstellen, aber für alle diejenigen, die glauben, ist er es wirklich? Ja, er ist es wirklich. Herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Linda und herzlich willkommen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön. Lieber Rüdiger, ich würde ganz gerne dir eine Frage stellen. Du hast einen ganz, ganz tollen Satz auf deiner Homepage stehen und den habe ich mir notiert, weil ich finde den so spannend, denn ich habe mir überlegt, worüber möchte ich mit dir sprechen? Dein Spektrum ist so unglaublich groß und letztendlich finde ich, findet das alles auf einen Punkt zusammen, denn du hast bei dir stehen, bevor man ein Spiel spielt, sollte man sich zuerst mit den Spielregeln vertraut machen. Denn Unkenntnis der Gesetze und Verstöße gegen sie führt zu unnötigem Kräfteverschleiß und schließlich zum Scheitern. Und meine Frage ist, das Leben ist ein Spiel, oder? Meinst du das Leben, wenn du sagst, wir sollten die Spielregeln des Lebens kennen? Ja, ganz genau. Also das sage ja nicht nur ich so, die Inder, die sagen Lila, das kosmische Spiel und meinen damit das Leben. Meine Erfahrung als Arzt zeigt einfach, wenn wir das Leben spielerisch angehen, vor allem in der zweiten Lebenshälfte. Also wenn wir wieder werden wie die Kinder, so dieser christliche Auftrag, so wenn ich umkehre und wieder werde wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Das interessiert die meisten Leute heute nicht mehr, aber es hat unheimlich was für sich, wenn wir dieses innere Kind in uns wiederentdecken und spielerischer an die Dinge drangehen. Ich glaube sogar, ist es zwingend, dass wir wieder werden wie die Kinder. In diesen großen, staunenden Augen des kleinen Prinzen zum Beispiel, so Saint-Exupéry. Ich denke, dass es Christus auch so meint. Nicht, dass wir kindisch werden, sondern wieder wie die Kinder. Ja, das ist wirklich ein großer Unterschied. Nämlich, wenn wir es nicht tun, ist meine Erfahrung, dass wir dann häufig kindisch werden. Ja, wir haben gar nicht die Wahl, ob wir wieder werden wie die Kinder, sondern so im Sinne der Krankheitsdeutung, wenn wir das in den Körper sinken lassen, dann werden wir kindisch, das nennen wir Morbus Alzheimer. Das ist ja keine gute Idee. Also, ich habe auch gerade über ein Buch geschrieben, Altern als Geschenk. Wir können das so sehen. Ja, wir könnten einfach lockerer dran gehen, die Dinge mehr mit links machen, von der weiblichen Seite. Ja, mehr vom Kindlichen her. Das ist ja auch derselbe Archetyp, das Mondprinzip, gehört das Weibliche dazu, natürlich die Frau, aber auch das Kind. Und dieser ganze Mondpol, der bei uns so wenig in der Gesellschaft zum Tragen kommt, also gibt es immer eine Ministerin dafür, irgendeine junge Unbedarfte, die eigentlich nie Geld kriegt für das, was sie dringend machen müsste und immer nur vor der Wahl ausgepackt wird. Ne? Nach der Wahl kommen dann diese Männertypen wieder dran, die natürlich schon das richtig finden, dass für dieses Mondprinzip Geld ausgegeben werden muss, dass es dann Plätze braucht im Kindergarten und so weiter. Aber die haben immer nie Geld, weil die müssen ja die Milliarden Spielschulden der Bankster dann irgendwie ausgleichen und die müssen dann ganze Länder mit Hunderten von Milliarden sanieren. Und deswegen diese Millionenbeträge, die immer die Mondministerin sozusagen für Familie und Kind und so Soziales braucht, die sind dann immer leider nicht da. So gehen wir insgesamt mit dem Polen ein Stück um. Und insofern glaube ich, beobachtet zu haben in diesen 40 Arztjahren, hätten wir mehr Spielerisches in uns, würden wir das mehr erleben, wir würden uns viel, viel leichter tun. Und um diese Spielregeln des Lebens kommen wir eben sowieso nicht drum rum. Die kann man durch Versuch und Irrtum lernen. Das ist dann so ein anstrengendes, qualvolles, oft mühseliges Leben, weil man halt so viele Irrtümer macht, bis man es mal kapiert. Aber man könnte auch mal von Anfang einfach die Spielregeln lernen. Die sind gar nicht schwer und sind gar nicht so viele. Dieses Buch Schicksalsgesetze, da geht es um die Spielregeln. Ja, also wenn ich weiß, da gibt es sowas wie das Gesetz des Anfangs, dann achte ich eben auf die Anfänge. Und wenn ein Anfang ganz schwierig und verkorkst ist, dann stelle ich mich drauf ein und bin mal gefasst auf das, was da kommt. Und wenn ich weiß, was das Resonanzgesetz sagt, was es bedeutet, dann muss ich gar nicht so erstaunt sein über den Chef, den ich habe. Das hat Resonanz. Ich muss auch gar nicht auf den Partner projizieren, weil den habe ich nicht zufällig, sondern ich habe eine Resonanz zu dem.
Wir haben die Politiker, das ist natürlich eine Schande in Deutschland, kann ich schon verstehen, in Österreich auch, oft einmal. Aber es ist unsere Resonanz. Da wird es ja deutlich, ich meine, wir haben ja doch so quasi Demokratien, wir wählen alle 4 Jahre, ohne da groß die Wahl zu haben aus meiner Sicht. Aber egal, wir wählen und wir müssen die Verantwortung übernehmen dafür. Ja, als Schweizer sozusagen oder in der Schweiz auch leben, da muss ich sagen, wir wählen ja immerhin wirklich, wir haben so eine Demokratie, wir können über alles abstimmen. Das kann man ja nur gerade nicht behaupten in Deutschland. Aber egal, Resonanz macht uns das leichter. Und vor allem für mich als Arzt ist es natürlich wichtig, dass den Leuten klar ist, sie kriegen dieses Krankheitsbild nicht durch bösen Zufall, sondern das fällt ihnen gesetzmäßig zu, weil sie eine Resonanz dazu haben. Und das wichtigste Gesetz, das Polaritätsgesetz, das könnte uns zeigen, dass da ein System dahinter steht. Ja, dass wir oft immer das Gute wollen und das Schlechte kriegen. Ja, das hat Goethe im Faust ja schon verewigt, wenn da dem Mephisto diese Worte in den Mund legt. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Der Mephisto ist umgekehrt unterwegs wie wir. Wir wollen immer das Gute und erwischen dann das Schlechte. Ne? Heiliger Abend, das weiß man, Fest der Liebe und des Friedens. Und da stellen sich alle schon darauf ein, dass das auch gelingt und so. Und wenn Sie das als Arzt erleben würden, die Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist das ganz anders. Ja, so denkt man, als junger Arzt muss man ja immer Dienst machen an diesen Festtagen, wenn man unverheiratet ist. Und dann denkt man, das wird ein schöner, geruhsamer, heiliger Abend werden. Aber weder in der Chirurgie noch in der Psychiatrie, wo ich das erlebt habe, ist das geruhsam und friedlich, ehrlich gesagt. Da kommt dann richtig so der Schatten raus. Ja. Und das Schattenprinzip ist sozusagen die Konsequenz aus diesem Gesetz der Polarität. Wir landen oft im Gegenpol. Alle Friedenspolitiker kommen durch Gewalt um. Da gibt es ja leider gar keine Ausnahme. Und alle reden vom Frieden, wir haben ständig Krieg. Die Leute wollen ständig gesund werden. Erzählt es auch an Silvester, das ist ihr erster Wunsch, Gesundheit im neuen Jahr. Aber dann, wenn man schaut, sie machen aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Das passiert natürlich in vieler Hinsicht. Wenn man anschaut, glaube ich, dass so die christliche Gesellschaft, wie wir uns ja nennen, die unchristlichste aller Gesellschaften geworden ist. Die wirklich einen brutalen Neokapitalismus fährt, der solche Kollateralschäden macht. Ja, also wenn man denkt, dass 1 Milliarde Menschen hungert und wir eigentlich alle Möglichkeiten haben und das auch von unserer Kultur her ja eigentlich so sehen müssten. Wir sollen ja nicht nur den Nächsten, sondern nur die Feinde lieben. Also wir sind ja ordentlich da gefragt. Aber wenn man das so anschaut, was passiert, also man muss ja nur mal Verständnis für einen sogenannten Feind aufbringen. Da wird man schon sowas von niedergemacht. Also Verständnis für die Russen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Die müssen auf jeden Fall in der Mainstream-Presse, langweiligerweise, immer nur niedergemacht werden, egal was die Russen machen. Die Amerikaner, das umgekehrt, die können machen, was sie wollen. Und die sind ja wirklich nur reich an Einfällen, wirklich den irrsinnigsten Scheiß, würde ich mal sagen, zu machen. Und wir zahlen. Und wir zahlen und sind begeistert, das sind die guten Freunde, ja, die haben einen irren Rüstungsetat, ja, also der ist unendlich viel größer als der russische. Die haben überall in der Welt ihre Truppen verteilt, die Russen in Syrien überflüssigerweise. Aber die Russen sind ganz, ganz böse und die Amerikaner, die sich überall einmischen, immer ganz, ganz lieb. Das ist völlig langweilig erstens, also kommt, glaube ich, auch die Politikverdrossenheit her. Die Medien sind immer langweiliger, man weiß schon, was kommt. Wenn ich die Süddeutsche aufmache, weiß ich, da wird gehetzt gegen alles Komplementärmedizinische und alles Spirituelle. Und die Amerikaner immer lieb und die Russen immer böse. Warum soll ich die Süddeutsche noch lesen, ehrlich gesagt, ist dann die Frage. Aber das ist ja genauso, wenn ich mir jetzt irgendwie Tagesschau anschaue oder heute oder so, die geben sich da gar nichts. Das ist leicht durchschaubar, folgt immer demselben Muster. Und das ist dieses Muster, das führt in den Gegenpol hinein. Ja, wir verteufeln eine Seite und loben die andere über den grünen Klee. Mhm. Da fallen naive Menschen drauf rein, das ist so. Aber das landet immer böse, also im Schatten. Ja, irgendwann kriegen wir das. Ich meine, die Leute wollen ja alle nicht dick sein. Nee. Niemand. Und wie viele sind dann dick? Also ich arbeite 1-2 Mal im Jahr in den USA, da ist das geradezu grotesk. Ja, also da, die haben jetzt schon wirklich eine dicke Mehrheit, kann man sagen. Und, aber die wollen das alle auch nicht sein. Aber sie landen dort.
Und was empfiehlst du uns? Also wenn jetzt wir hören dir jetzt zu und ich finde das mega spannend mit dem Resonanzgesetz und dann gleichzeitig aber das Polaritätsgesetz. Was tun wir für unser eigenes Leben? Ja, ich würde dir zum Beispiel empfehlen, alle drei zu studieren und zu wissen, das Wichtigste ist das der Polarität. Mhm. Ja, also nicht eine Seite verteufeln und die andere hochjubeln. Das heißt, du sagst, eine Balance finden. Einfach mal schauen, ja. Dass beide Seiten sozusagen immer Anteile daran haben. Das gilt doch auch für jede Partner. Genau. Streitsituation, ja. Wenn der eine davon ausgeht, der andere ist 100% schuld und er ist 100% im Recht, was hier nie der Fall ist, dann knallt es. Kein gutes Ende davon. Ja. Ja, und das ist, wenn man jetzt die Krankheit genauso, ne? Wenn man das nur verteufelt und niedermacht und nur unterdrückt, sind wir bei der Schulmedizin. Das hat, in deinen jungen Jahren hat es ja Vorteile. Ja, du kannst natürlich, solange du so voll vital bist, kannst du viele Sachen einfach unterdrücken. Mhm. Beseitigen, auf die Seite schieben und dann Teppich kehren. Aber in der zweiten Lebenshälfte kommen auch dann diese chronischen Krankheiten, wo die Schulmedizin so eigentlich gar nichts mehr zu bieten hat, nur noch viele Peinlichkeiten. Ja, dann geben sie Sachen, die selbst chronische Krankheiten machen, wie Cortison. Also, meine Schwiegermutter, die war da zum Schluss mit ihrer Haut so dünn, nach Jahrzehnten Cortison wegen Asthma. Naja, das Asthma konnten sie halt nicht therapieren. Dann geben die Cortison über Langzeit. Und zum Schluss hat die eine Pflegestufe, weil wenn man sie anfasst, bricht sofort die Haut und es blutet. Ja. Das ist nur eine der Nebenwirkungen. Also das ist aus meiner Sicht zwingend, dass ich die Spielregeln kenne, wenn ich zum Beispiel als Arzt wirklich heilen will. Da muss ich ja immer schauen, was fehlt denn dem Patienten? Danach fragen wir ja auch, was fehlt ihm? Der Patient sagt uns dann, was er hat, nämlich seine Beschwerden, über die er sich beschwert. Aus diesen Beschwerden sollte ich jetzt rausfinden, was ihm fehlt, welches Prinzip ihm fehlt. Und jedes Prinzip hat dann wieder eine lichte und eine dunkle Seite oder eine konstruktive oder destruktive. Also nehmen wir mal ein Aggressionsprinzip. Ja, wenn ihm das fehlt, dann kann sein, dass er dauernd Entzündungen hat. Das ist ja Krieg auf der Ebene des Körpers. Da führt dann das Immunsystem Krieg gegen Erreger. So, wenn ich das jetzt merke, der hat ständig Entzündungen, dann könnte ich ihm nahebringen, dass er dieses Prinzip Aggression jetzt vielleicht auf einer höheren Ebene lebt, also bewusstseinsmäßig, da könnte er sich auseinandersetzen. Wie macht er das? Entwickeln. Oder noch besser wäre, er würde mutig und offensiv leben, Entscheidungen fällen, das gehört alles zu diesem selben Prinzip. Also ich sage ihm, das Prinzip ist es und such dir doch da eine konstruktive Seite, also Zivilcourage ist gut, Mut ist gut, Entscheidungsfähigkeit, Schwert raus aus der Scheide und loslegen, ist alles aggressiv. Aber jetzt nicht mehr so schlecht wie die dauernden Entzündungen, so an jeder Grippewelle teilnehmen, ist ja auch irgendwie langweilig. Das leuchtet ein, das ist spannend. Das ist toll. Hast du die Krankheitsbilderdeutung? Ne? Mhm. Die folgt zum Beispiel aus diesen Schicksalsgesetzen und dem Schattenprinzip. Das sind so zwei Grundlagenbücher und Krankheit als Symbol, was du im Vorgespräch erwähnt hast. Mhm. Aber eigentlich von Krankheit als Weg über Krankheit als Sprache der Seele bis Krankheit als Symbol geht es immer um dieses Thema. Mhm. Was wir im Bewusstsein nicht mehr haben wollten, das drücken wir weg. Unterdrücken ist, das ist so die allopathische Schulmedizin. Dann drückt es irgendwann wieder hoch. Im Körper und wir wollen es da auch nicht haben. Jetzt können wir es wieder unterdrücken, solange man jung ist, geht das auch mit entsprechenden Unterdrückungsmedikamenten, aber im Alter eben nicht. Und dann müssen wir uns, glaube ich, der Thematik stellen. Und dann ist so wichtig zu fragen, was fehlt Ihnen, und das Prinzip dahinter zu finden. Und die Krankheit ist immer die unerlöste Variante, die destruktive dieses Prinzips. Mhm. Wäre schön, wenn ich die erlöste davon sehe, das ist wieder die Polarität, ne, zwischen destruktiv und konstruktiv. Wenn ich ihm die Erlöste anbieten kann, dann kann er heil werden, wenn er das integriert in sein Leben. Und so kann ich natürlich auch vorbeugen, wenn ich ein bestimmtes Thema, weil vielleicht ist das in der Familie, haben die da in der Familie schon Krebs gehabt, also will ich das jetzt nicht. Dann könnte ich mich mit dem Prinzip beschäftigen und das sozusagen freiwillig in mein Leben reinholen. Dann kann ich mir das auf dieser Ebene ersparen. Und ich könnte mit Hilfe dieser Spielregeln auch die Vorsätze zum Laufen kriegen. Ja, aber es funktioniert ja so auch nicht. Ich meine, die sind alle lieb gemeint, die Vorsätze. Wenn der Vater sagt, also im neuen Jahr, da werde ich dich nicht mehr anschreien, meine Liebste, und die Kinder auch nicht anschreien,
Und dann werde ich ganz lieb sein und konstruktiv. Und im Übrigen werde ich meinen Schreibtisch aufräumen und mein Arbeitszimmer. Und nicht mehr rauchen. Und nicht mehr rauchen. Das ist wunderbar. Das ist jetzt alles toll. Da würden wir alle sagen, super, da ist er auf dem richtigen Weg. Aber nein, ist er nicht. Weil das funktioniert nicht. Du kannst das Schreien nicht austauschen gegen Aufräumen und Rauchen weglassen. Ja, also wenn du nicht mehr rumschreien oder sogar schlagen willst oder sowas wie das Aggressionsprinzip, dann müsstest du wieder was Konstruktives aus dem Bereich suchen. Also du könntest, statt rumzuschreien, mehr Sport machen. Offensiven Sport auf der Körperebene. Oder du lebst, denkst, handelst mutiger, entschlossener, entschiedener, wie wir schon gesagt haben. Wenn du natürlich jetzt aufräumen willst, dann musst du auch dazu was suchen, was dazu passt, das Prinzip. Ja, also das war das erste jetzt, das Aggressionsprinzip, die erste Lebensbühne. Beim Aufräumen geht es dann schon eher um die 10. vielleicht noch die 6. Lebensbühne. Also du kannst zum Beispiel fasten. Fasten sorgt dafür, dass im Körper mal aufgeräumt wird, dass sich in der Seele einiges klärt, auch im Bewusstsein. So, wenn du gefastet hast, dann hast du einen viel besseren Bezug zum Aufräumen auch von deinem Schreibtisch, weil der das auch widersteht, wenn du so innerlich aufgeräumt bist und siehst dieses Chaos da bei dir im Arbeitszimmer. Mhm. Wenn du das Rauchen aufgeben willst, wäre das auch ganz wichtig, dass du das erstmal rausfindest, was bist denn du für eine Raucherin jetzt? Also sag mal du, Linda, was bist denn du? Ich rauche gar nicht, das war nur ein Beispiel, weil alle aufhören zu Neujahr mit dem Rauchen, Entschuldigung. Okay. Macht überhaupt nichts. Also diejenige, derjenige, der da raucht, was ist denn für ein Raucher? Der könnte auch so ein aggressiver Raucher sein, ja? Der so einen Schick nach dem anderen durchzieht, eine Zigarette nach der anderen durchzieht. Dann würde das von der ersten Lebensbühne gelten. Aber es könnte auch so ein ganz genüsslicher Raucher sein, der die immer so im Mund braucht. Venusischer Raucher. Dem könnte man zum Beispiel dann raten, er soll mehr küssen stattdessen. Also dieses Thema auch bearbeiten. Er wird da irgendwie Ausreden haben, angeblich niemanden finden. Der wird anfangen, mehr zu essen. Das passiert ja bei diesen Genussrauchern. Wenn du dem sagst, hören Sie auf zu rauchen, nimmt der garantiert 10% zu. Das hat mit dem Stress zu tun, den der Körper durchs Rauchen hat, der kostet ja Kraft. Aber es hat auch damit zu tun, dass er seine oralen Bedürfnisse befriedigen will. Jetzt, wenn du so ein Raucher bist, der die eigentlich nur in der Hand haben muss, ja, so ein merkurialer Typ, der so ja, auch damit Politik macht, mit den Rauchutensilien auf dem Tisch, da so strategische Spiele macht und immer so rumwedelt mit so einem Taktstock, mit Glimmpunkt, ja, dann könnte er natürlich auch, wenn er das erkennt, dass es die dritte Bühne ist, was merkurial ist, könnte er schauen, dass er im übertragenen Sinn den Taktstock mehr in die Hand kriegt. Mhm. Ja, und sozusagen mehr auf sich aufmerksam macht, zum Beispiel durch intelligente Redebeiträge oder solche Dinge. Oder er ist ein ganz süchtiger Raucher, so Humphrey Bogart, wenn du den auch in Erinnerung hast. Ja. Der Freaking Queen, der saugt die so richtig aus. Der braucht das Nikotin. Ja, der ist ja auch an Lungenkrebs dann gestorben, leider sehr früh. Also, wenn jemand so süchtig raucht wie Humphrey Bogart, dann wirst du die 8. Bühne dahinter sehen. Ja, da muss er was tun, um das einzulösen. Also kannst mit diesem Werkzeug, den Spielregeln des Lebens und dann den Lebensprinzipien, kannst du praktisch alle Themen klären. Du könntest heilen, du könntest vorbeugen und du könntest auch solche Vorsätze zum Funktionieren bringen. Ich würde dann vorschlagen, einen zu nehmen und durch was Sinnvolles aus dieser Urprinzipien- oder Lebensprinzipienkette zu nehmen. Genau, also nicht einfach ins Gegenteil schlagen, sondern wirklich das nehmen, was ist, was mir in dem Falle entspricht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich versuche es mal so zu übersetzen und etwas Konstruktives dafür zu suchen. Ja, also erstmal das Prinzip, an dem du jetzt krankst oder leidest oder so, was ist dahinter? Mhm. Das kann ja beim Rauchen zum Beispiel ganz verschieden sein. Und dann, wenn du das hast, einfach davon ausgehen, du lebst jetzt rauchend diese destruktive Ebene von dem Prinzip und jetzt such die konstruktive davon. Das ist so ein Buch wie Lebensprinzipien oder so. Mhm. Ja, voll schön. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich. Das hört sich richtig gut an. Ich glaube, das gibt auch ganz vielen Menschen ganz viel, weil das ist in der Tat so, wir suchen immer die Schuld im Leben. Wir suchen eine Erklärung, warum etwas schiefläuft. Das ist ja tagtäglich unser ganzes Gedankenkarussell. Aber wenn wir begreifen, dass wir mit allem etwas zu tun haben, wenn wir achtsam sind, wenn wir uns damit auseinandersetzen, im ersten Moment wirkt das vielleicht so ein bisschen anstrengend. Der eine oder andere denkt vielleicht, kann ich daran nichts ändern? Ja, ich vermute das.
Das ahnt man schon, aber ich glaube, es ist viel schöner, diese Anstrengung zu leben und dadurch die Chance zu haben, gesund zu werden oder gesund zu bleiben und auch erfüllt zu leben, als den destruktiven Weg dann eben auch der Krankheit zu gehen. Ob es jetzt destruktiv ist, Krankheit ist, du sagst ja auch Krankheit als Weg, ja, als Chance, als Möglichkeit, auch etwas zu erkennen, aber es ist nicht so leidvoll, wenn wir die Anstrengung nehmen, um konstruktiv damit umzugehen. Also langfristig ist es natürlich nicht so leidvoll. Kurzfristig ist es schon unangenehm, mittelfristig anstrengend, das hast du schon richtig gesagt. Mhm. Ja, also wenn du so ein dickes Buch wie Krankheit als Symbol denkst, wo wir vorher drüber sprachen, da kannst du natürlich von A bis Z tausende von Symptomen nachschlagen. Da findest du natürlich immer das Krankheitssymptom. Dann findest du natürlich auch sozusagen die Bearbeitungsebene, die erlöste Ebene. Und du findest unten immer auch das Lebensprinzip oder Urprinzip angegeben. Also dann kannst du natürlich schon immer sehen, da kommt jetzt erstmal was Anstrengendes. Das ist schon deswegen nach dem Schattenprinzip so. Weil du würdest es ja nicht wegschieben und verdrängen, wenn es dir nicht unangenehm wäre. Genau. Ja? Also du, wenn du offen wärst und begeistert fürs Leben, dann wirst du dich nie erkälten. Das ist auch ein ganz einfaches Rezept. Ja, es gibt ja Leute, die an keiner Grippe, ich habe schon ewig, Jahrzehnte an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Liegt aber, glaube ich, daran, dass ich einfach das, was ich mache, gern mache, heiß bin auf meinen kommenden Tag, auf mein Leben. Habe ja immer irgendein interessantes Projekt, mindestens eins. So, dann ist es leicht, heiß zu sein. Und solange du heiß aufs Leben bist, erkältest du dich nicht. Das ist ja nicht eine Sache der physischen Kälte, sonst wären ja Skifahrer, Schlittschuhfahrer immer erkältet. Das ist ja dieses physische, gar nicht das Thema, sondern das seelische. Wenn mich mein Leben kalt lässt, wenn ich die Nase voll habe, nichts mehr hören und sehen will, so bedient bin, dann schnappe ich mir natürlich die entsprechenden Rhinoviren und nehme an jeder Grippewelle teil. Die einfachste Methode, das sein zu lassen, ist ja nicht Impfung. Ob du Grippe geimpft bist oder nicht, das kriegst du ja so und so, wenn du das kriegen sollst von deiner Resonanz her. Aber du kannst natürlich so leben, dass die Rhinoviren um dich herum für dich gar kein Thema sind. Als Arzt habe ich ja immer irgendwelche um mich herum. Also, wenn ich dann nicht teilnehme an den Grippewellen, hat es damit zu tun, dass ich da Dinge habe, die mich begeistern. Und wenn ich begeistert bin und heiß bin auf was, wird das gar nicht angehen. Also das wäre natürlich eine einfache Möglichkeit. Das kannst du übertragen auf das ganze Spektrum der Krankheitsbilder. Ja, wenn du dich rechtzeitig fragst, was sind denn meine Herzenswünsche? Was sind meine Herzensthemen? Was ist meine Herzensangelegenheit? Dann braucht dein Herz dich nicht anschreien. Beim Herzinfarkt Schmerz. Das wird es auch nicht tun, ehrlich gesagt. Wer sich um sein Herz gekümmert hat, den schreit sein Herz nicht im Vernichtungsschmerz an. Das ist unser schlimmster Schmerz. Wenn du freiwillig dein Herz weitest und öffnest, so in diesem christlichen Sinne, Nächstenlieben wie sich selbst, muss man erstmal sich selbst lieben. Das ist ja für viele auch schon ganz schön herausfordernd. Dann die Nächsten sind viele, dann soll es noch die Feinde lieben, dann haben einige auch schon ganz schön Raumbedarf im Herzen. So, also, wenn du das freiwillig machst und du hast so ein großes, weites, offenes Herz der Liebe, dann wirst du keine Herzinsuffizienz bekommen. Das ist das physisch große, weite Herz. Das habe ich mir über die Jahrzehnte angeschaut, daran ist mir auch viel klar geworden. Ich kenne nicht viele Menschen, gerade mal zwei Hände voll, die in diesem christlichen Sinne ein weites, großes Herz der Liebe leben. Ja. Keiner von denen, also ich meine jetzt die Uralten von denen, ein Bert Hellinger ist weit über 90, Mitte 90, ein Bruder David Schneidl-Rast ist 92 Grad geworden letzte Woche. Also die haben so ein großes, weites, offenes Herz. Und ich kenne auch ein paar Schwestern, Klosterschwestern, die so drauf sind. Die haben keine Herzinsuffizienz. Da kenne ich eine 90-jährige Mary Knoll Sisters, das sind so amerikanische, oder in der Welt verteilt, Schwestern ohne Ornat, die kommen mit über 90 Jahren an, trägt ihren Koffer selbst zu meinem Seminar in Omega. Und wenn ich deinen Koffer abnehmen will, will die das gar nicht. Also die sagt mir ganz direkt, du hast so einen kleinen Koffer, ich brauche einen großen Koffer. Den frage ich auch. Spannend. So, wenn das eine über 90-Jährige sagt, dann kann sie sicher sein, die hat keine Herzinsuffizienz. So, also ich kenne da ein paar und keiner von denen hat eine Herzinsuffizienz. Ja. Aber ich habe natürlich Hunderte in diesen 4 Jahrzehnten Arzt sein behandelt mit Herzinsuffizienz. Und wahrscheinlich über 1000. Und da ist aber auch keiner dabei, der so ein großes, weites, offenes Herz im übertragenen Sinn hat. Also das ist so die Entscheidung, vor der wir stehen. Leben, ja, wir haben es nicht gelernt. Ne? Wir haben es nicht gelernt. Wir schauen immer auf uns, möglichst viel haben, dem anderen nicht viel gönnen. Also unsere Gesellschaft ist, wir bemühen uns,
Ich glaube auch die junge Generation, die ganz jungen, finde ich persönlich. Ich habe viel Kontakt mit solchen jungen Menschen, die, ich finde, die öffnen im Moment alle unglaublich ihr Herz. Die wollen ein Miteinander, eine Nachhaltigkeit für die Natur, für die Tiere, positiv, für die Mitmenschen, lieber geben als nehmen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Aber wir alle können uns da eine große Scheibe von abschneiden. Also ich jetzt, ich meine nicht dich damit, du, sondern wir Menschen. Sehe ich auch so. Ja. Also Dalai Lama sagt es ja auch so. Der sagt, es sind die jungen Frauen des Westens, die uns retten oder wir sind verloren. Wow. Aber es gibt ja auch hoffnungsvolle Zeichen. Hoffnungslos ist oft die alte Generation. Mhm, genau. Also wenn man so die Verlierer da in Berlin anschaut, diese Kombo, da ist nichts zu erwarten. Da, glaube ich, erwartet auch niemand mehr was. Nee. Und Leute, die haben sich, man sieht die Gesichtsausdrücke so, ne? Ja. Die haben sich ja selbst schon abgeschrieben. Mhm. Und da kommt, ja, keine Hoffnung. Diese ganz Jungen, da erlebe ich das auch so. Ne? Also 17% der österreichischen jungen Frauen sind vegan gewesen, schon vor 3 Jahren. Oh. Also da tut sich was bei denen. Gut, die Zahlen im männlichen Bereich werden gar nicht angegeben, sind sicher einstellig gewesen damals. Also da ist schon auch Hoffnung da in so eine Richtung. Auch die ganze Sharing Economy ist ja so eine neue Geschichte. Ne? Also wir teilen das. Ich mache das auch total gerne. Es gibt uns solche Chancen. Ich habe zum Beispiel 37 Jahre habe ich Fastende begleitet und immer ungefähr 300, gut 300 mit meinen verschiedenen 7-8 Fastenkursen im Jahr. Mhm. Und im letzten Jahr waren es über 7.000 und jetzt sind es schon in dem Jahr, das gerade mal halb ist, sind es schon über 6.000. Das geht über diese Sharing Economy und dieses Online-Webinare und so weiter. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön, finde ich. Ja, also da kann man sich selbst aussuchen, wie viel man zahlen will. Sowieso günstig, aber du kannst 3 Freunde mitnehmen, dann koste ich nichts. Du tust deinen Blog da drauf schalten und 30 und du kriegst richtig Geld. Mhm. Letztlich dafür, dass du denen dienst. Und du hast das ja auch richtig verdient. Ja, also das ist was Verdienstvolles. Mhm. Und ich finde es auch mir gegenüber richtig. Ne? Wenn, früher haben die Menschen ja auch in meinen Seminare, Gott sei Dank, danke ich auch allen, waren die immer voll. Aber trotzdem gebührt demjenigen, der jemanden da hinschickt, Dank dafür. Ja, kann ich mich bedanken, aber jetzt ist viel besser. Der kriegt das auch, er dient jemanden, er verdient was. Das finde ich wirklich eine sehr schöne Entwicklung und macht mir auch Spaß. Natürlich, klar, denken wir so, stellen wir uns mal vor, alle würden fasten, hätten wir eine andere Gesellschaft. Ja, genau. Ja, und was du sagst auch mit dem Dienen, ich finde, was unheimlich bemerkenswert ist, passt ja auch dann zum Resonanzprinzip, wenn wir so viel Schönes weitergeben, wenn wir Gutes tun, wenn wir darauf achten, dass andere Menschen auch angesteckt werden von einer guten Bewegung, einem guten Projekt, was auch immer, da kommt so viel zurück. Jetzt mal unabhängig auch vom Geld, was er dafür verdient, was er dafür bekommt. Ich finde, diese Communities, die sich bilden, die sind so Herzenscommunities, das sind so unglaublich tolle Vernetzungen und Verknüpfungen. Ja, doch. Stelle ich auch so fest, wenn ich so rumhöre und bei Webinaren mache oder Gedanken tanken oder Geschichten. Ja. Da tut sich was. Ich merke auch so von der Stimmung her, ich habe ja die Hippie-Zeit 68 damals mitbekommen, das war auch so eine Aufbruchstimmung. Wir haben leider nicht so viel draus gemacht, muss man sagen. Ich hoffe ja, die machen jetzt weniger Geschwätz und mehr Nägel mit Köpfen und tun auch mal was. Dieses unser Bequatsche der Welt, das war ja damals schon penetrant. Es war mehr so eine Befreiung, glaube ich, ne? so eine Revolution fast. Und wir hatten auch natürlich andere Vorsituationen. Wir mussten erstmal mit dieser Rigidität und Härte, dieser völlig verkorksten Schnellschuss-Sexualität und diesem ganzen Muff. Wir haben mal gesagt, der Muff aus 1000 Jahren in den Talaren oder irgendwie so, das waren so Sponti-Sprüche. Wir haben jetzt eine andere Situation. Aber ich bin da auch voller Hoffnung. Also merke ich gerade so im Ernährungsbereich, Peace Food und beim Fasten, das sind häufig relativ junge Leute, die wirklich sich bewegen wollen und draußen was bewegen wollen. Und dann, ja, und dann passt auch diese Philosophie wieder gut. Ne? Also für die ist es natürlich ideal, wenn sie mit den Spielregeln gleich im Hinterkopf anfangen. Als wenn die aufgesogen hätten. Als wenn die die schon in sich hätten, so empfinde ich das ganz oft bei denen. Also die haben so eine natürliche Spiritualität. Meine Tochter ist 21. Wenn ich mir das anschaue oder auch die anderen jungen Menschen, wo ich einfach denke, wo holen die all das her? Da muss ich mit Menschen in meinem Alter ganz lange drüber reden, damit die verstehen, worum es geht. Und die leben das einfach. Mhm. Ja, muss man manchmal sagen, was sie leben, damit sie verstehen, dass es was Besonderes ist. Für die ist das total normal. Mhm. Ja, schön. Ja.
Voll schön. Lieber Rüdiger, du hast in diesem Monat erscheint eine ganz tolle, ein ganz toller Artikel von dir in der Naturheilkunde und Gesundheit. Das ist eine Apothekenzeitschrift aus dem S&D-Verlag. Hat ihren seinen Sitz in Geldern am Niederrhein und ich freue mich ganz doll. Er kommt jetzt in den nächsten Tagen raus und da erzählst du auch ganz viel über dich, über Gesundheit und über das, was dir wichtig ist. Ich würde ganz gerne Teil 1 dieses wunderschönen Podcasts jetzt einmal abschließen und wir beginnen direkt danach mit Teil 2, denn ich habe noch ein paar ganz spannende Fragen an dich und ich weiß von dir, du hast ein ganz, ganz tolles neues Projekt in Arbeit und das nennt sich die Hollywood-Therapie und da würde ich gerne noch richtig viel drüber erfahren. Einverstanden? Gerne, ja. Dann danke ich dir erstmal für den ersten Teil. Ihr Lieben, ihr bleibt natürlich dran oder ruft euch direkt Teil 2 auf und ich sage bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu Teil 2 unserer wunderschönen Interview-Podcast-Folge mit Rüdiger Dahlke. Wenn du Teil 1 verpasst hast, schau direkt nach, hör ihn dir direkt an, denn es war ein unglaublich schönes und spannendes Gespräch. Lieber Rüdiger, schön, dass du auch für Teil 2 so wunderschön zur Verfügung stehst. Wir sprachen über Gesundheit, wir sprachen über Bewusstsein, über die Spielregeln des Lebens, die man studieren sollte, damit ja, es auch einfach mal im Leben alles glatt, gesund und erfüllt läuft oder laufen kann oder wieder werden kann. Und du hast eine ganz spannende neue Geschichte für, ja, ich glaube, du machst das mit deiner Frau zusammen. Ne? Das ist die ersten Frau, ja. Ja, mit deiner ersten Frau. Ja, du hast mit all deinen Frauen guten Kontakt, wenn ich weiß gar nicht, wie viele Frauen du hast, das hört sich toll. Ja, aus der Hippie- und 68er-Zeit. Mega. Darf ich fragen, wie oft du verheiratet habe ich keinen warst? Kontakt mehr, aber das ist ja auch kein schlechter. Darf ich fragen, wie oft du verheiratet warst? Und dann sagst du, nö. Ja, kannst du fragen. Zweimal. Dann habe ich beides schon hinter mir. Okay. Aber du bist ja zurzeit auch gebunden, wenn ich das richtig weiß. Ne? Genau. Okay, also mit deiner ersten Frau schreibst du gerade in einem tollen Buch. Das finde ich total klasse. Wir schreiben schon einen zweiten Teil sozusagen von dem Buch. Den ersten Teil, Hollywood-Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten, der ist schon rausgekommen. In unserem eigenen Verlag haben wir den sogar gemacht. Siehst du, ich habe es nämlich bei der Recherche vorhin, habe ich nämlich geguckt, was gibt es denn da alles so Spannendes, was ich noch nicht weiß. Und habe ich es nämlich eigentlich schon gesehen, den Titel, die Hollywood-Therapie, genau. Und da dachte ich, was ist das wohl? Und jetzt schreibt ihr am zweiten Teil. Erzähl uns was über die Hollywood-Therapie, das hört sich spannend an, bitte. Die ist so nebenbei entstanden, also in diesen letzten 30, ja sogar 40 Jahren eigentlich. Mit der Zeit, durch die Bücher, sind die Menschen von immer weiter her zu mir gekommen als Patienten. Und ich muss dann in einer Stunde ja wirklich da Nägel mit Köpfen machen und ihnen viel mitgeben, wenn sie so weit kommen. Aber überhaupt natürlich ist es mein Anliegen. Und dann habe ich oft mal früher Romane empfohlen, die genau dieses Thema beschreiben. Und dann Filme und jetzt einfach im Wesentlichen noch Filme, weil es natürlich auch überschaubarer ist. Für die Jungen zum Beispiel sind Filmhinweise viel, viel zielführender. Jeder kann ran an diese Filme, die Jungen haben alle schon ihre Bildschirme dabei und die Älteren organisieren sich allmählich auch. Und du kriegst sie wirklich ganz, ganz günstig und die können dir so viel sagen. Ja? Also wenn du jetzt wirklich genau einen Archetyp in einem Film kennst, der dieser Patientin jetzt hilft, die immer wieder ins selbe Loch reinstürzt, dann kannst du es natürlich mit einem Film verstärken. Also nehmen wir mal an, geht nach Hause, schaut sich den an, dann hat sie nochmal 1,5 Stunden Film. Wenn du Aufgaben dazu gibst, auf die sie achten soll. Oder jetzt mit dem Hollywood-Therapie-Buch, da haben wir so viele Deutungsebenen dazu genommen. Ja, du kannst ja zu einem Film wie Jenseits von Afrika oder so, dieser Thematik des ewigen Jünglings, da kannst du ja 4, 5, 6 Deutungsebenen dazu geben. Dann entsteht so eine Eigentherapie daraus und das ist ja so unser Hauptaugenmerk. Therapie zur Selbsthilfe, Hilfe zur Selbsthilfe und selbst, also Eigenverantwortung zu übernehmen, Antworten finden und Filme können oft solche Antworten geben. Du kannst ja zum Beispiel über Filme auch in aussichtslosen Situationen dein Leben zurückerobern. Ist so. 70% der Deutschen geben an, dass sie innerlich gekündigt haben, der Angestellten. Das ist eine furchtbare Situation für deren Seelen. Ja, für die Firma interessiert mich ja als Arzt jetzt nicht so besonders, aber für die Seele selbst, da geht jemand hin, jeden Tag, Vormittag, Nachmittag, sitzt Zeit ab. Grauenhafte Situation. Absolut. Wenn ich dem sage, ja, wenigstens gesünder essen, sage ich, ja, ich muss in die Kantine gehen, ich habe keine Zeit und ich kann mir gar nichts anderes leisten. Das ist schwer. Schlafen tut er auch schlecht. Der Abend, da muss er nicht vom Fernsehen abhängen.
Ja, und das würde auch niemals Feierabend genannt worden sein, wenn das immer schon so gewesen wäre, dass das primär Elend der Job ins sekundäre Elend des Fernsehprogramms übergeht. Ja, dann hätte man das Elendsende genannt oder Abenddepression oder irgendwie sowas. Aber dass es Feierabend heißt, könnte uns ja doch den Hinweis geben, man könnte auch, wenn man sein Tagwerk so hinter sich hat, zum Feiern kommen. Und man könnte sich den Abend zurückerobern. Die Leute hängen vom Fernseher ab und durch und warten in der Regel auf einen guten Film, irgendwas, was sie berührt, was sie wiederbelebt sozusagen. Und meistens kommt aber nichts in die Richtung. Oder mit Werbung unterbrochen, und das ist ja ein Elend. Du könntest aber jetzt ganz gezielt zum Beispiel einen guten Film, der was mit dir zu tun hat, mit dem du nebenbei gesagt diese Spielregeln des Lebens auch lernen könntest und die Urprinzipien. Hollywood-Therapie ist nach diesen 12 Lebensbühnen oder Urprinzipien auch geordnet. Du könntest dir den anschauen und hättest dann sozusagen den Abend zurückerobert. Der Film führt dich automatisch in diese Seelenbilderwelten. Das wollen ja alle Filme tun. Und dann hast du eigentlich einen wunderbaren Übergang zur Nacht. Da geht es ja auch um die Seelenbilderwelten der Träume. Stell dir vor, du hast den Abend und die Nacht zurückerobert. Dann hast du den weiblichen Tag von den 24 Stunden, den weiblichen Pol, zurückbekommen. Dann kannst du den sonnengeprägten, hellen Teil des Tages auch deutlich besser in den Griff kriegen. Ja, dann könntest du zum Beispiel morgens dir ein Smoothie machen und die zweite Hälfte davon noch ein Avocado rein, eine Banane nimmst du mit fürs Mittag. Dann musst du nicht in der Kantine bei diesem unsäglichen Essen abhängen, sondern trinkst deinen Smoothie ein Drittel. Dann machst du eine Tiefenentspannung auf dem Sessel, wo du arbeiten musst, was du nicht magst. Danach trinkst du ein zweites Drittel von deinem Smoothie. Dann machst du noch einen Spaziergang, einen forcierten. Und dann trinkst du das dritte Drittel. Dann hast du auch einen schönen Mittag gehabt. Und wirklich einen sehr gesunden. Ja, so diesen alten Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Du hast beides gehabt. Tiefenentspannung und noch Bewegung. Ja, jetzt hast du nicht nur am Morgen so einen Energiehype, sondern du hättest jetzt dann auch noch einen zweiten, wenn du eine Tiefenentspannung gemacht hast. Könntest du nach der Arbeit auch noch machen, nach dem ganzen Frust, wenn du den Job nicht magst. Dann hast du am Abend auch noch so einen Energiehype. Und jetzt hast du statt so einem Dromedar und einem Kamel, hast du jetzt so einen Glücksdrachen. Und das würde wahrscheinlich sogar zu einer Karriere führen. Weil die anderen machen es ja in der Regel nicht. Wenn du jetzt doppelt so viel Energie hast und am Nachmittag auch noch was leistest, das würde man einfach merken. Ja, genau. Wenn du am Abend dann dir sowas noch leistest, würdest du deine Beziehung enorm merken. Also wir könnten ja schon mit so einer einfachen Geschichte, du kannst natürlich die Themen suchen, da ist so eine Serie drin von Filmen zur Zeit. Ja, wenn du nur 14 Tage dir jeden Abend einen spannenden Film zur Zeit anschaust, wirst du danach unglaublich anders mit deiner Zeit umgehen, viel bewusster, viel achtsamer. Und du könntest da wirklich Wunderbares mit lösen. Ja, also es beginnt so, natürlich so Filme auch wie Murmeltiertag, da musst du so lange üben, bis der Tag mal glückt, der arme Bill Murray. Aber da kommen dann auch so Filme über das Altwerden oder Nicht-Altwerden, Benjamin Button, da kann man mal sehen, an Brad Pitt, was für ein Elend das ist, wenn du jünger wirst statt älter. Oder Always Adeline, das ist eine Frau, die dann so, ich schätze mal Mitte 30, wunderschön, einfach nicht mehr altert, was für ein Elend daraus entsteht. Und wie selig die ist 100 Jahre später, wie sie das erste graue Haar findet. Das ist wirklich ein heilsamer Film. Aber der letzte ist der heilsamste. Das ist About Time, sein wundervoller Film. Nach dem Film alleine, und vor allem mit diesem Vorspann von 14 Tagen, kann man sein Leben in eine Richtung von Achtsamkeit, aber so angenehm und leicht auf die Reihe kriegen, dass ich Hollywood-Therapie nur jedem empfehlen kann. Oh, hört mal, also macht wirklich spannend, macht wirklich Lust, weil ich bin jemand, der sagt immer, lasst den Fernsehen aus, Leute, macht was aus eurem Leben, aus eurer Freizeit und tut Dinge, die euch Freude machen. Aber das ist jetzt so ansprechend und das stimmt, ich erinnere mich, dass es zu großen Umbruchzeiten in meinem Leben, wenn ich Mut brauchte, wenn ich Kraft brauchte, meinen eigenen Weg zu gehen, was ja dann oft an solchen Weichenstellungen sehr schwierig ist, waren häufig Filme, ganz ausschlaggebende Punkte, die mich weitergebracht haben. Und das finde ich total spannend, was du da sagst. Also das kann ich mir total gut vorstellen. Was glaubst du? Also ich finde das total traurig, dass wir Menschen uns so schwer tun. Und manchmal erwische ich mich ja auch dabei. Warum glaubst du, dass es uns so schwer fällt, gut zu uns zu sein? Also wirklich Dinge zu tun,
wir empfinden sowas, was du gerade beschreibst, wenn ich dir zuhöre, dann empfinde ich das, oh, das ist total schön und den Smoothie mitnehmen und auf mich achten und Achtsamkeit und noch spazieren gehen. Ich meine, jetzt, ich bin jetzt sowieso ein Mensch, der so lebt, meistens. Aber warum glaubst du, dass uns Menschen das so schwer fällt? Warum finden wir das unbequem? Ja, habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Hängt wahrscheinlich sehr von der Sozialisation auch ab. Ja, also du kommst wahrscheinlich auch aus einer Familie, wo das jetzt nicht so chaotisch war und so schwierig. Bei mir? Ja, doch. Ja. Ja, aber vom Prinzip her hast du wahrscheinlich recht. Menschen kriegen das entweder mit von zu Hause in irgendeiner Form. Ich habe mich rausgekämpft. Ja? Also keiner hat Schuld, alle haben es bestmöglich gewollt und auch gemeint. Wir hatten einen schweren Schicksalsschlag, der sehr viel durcheinander gebracht hat und dadurch auch sehr viel Schwierigkeiten kamen. Aber vielleicht, ich glaube, mein Motor rührt daher, gut auf mich aufzupassen, weil ich es nie wieder so erleben möchte. Aber du hast schon recht. Das kann auch sein, ja. Also es gibt natürlich schon diese Situation, dass extreme Schwierigkeiten, nehmen wir so einen hellen Keller, die ist blind und taub, ja, was die für ein Leben lebt, das ist Kompensation, ja, also die stemmt sich dagegen. Aber ich glaube, in vielen Familien ist es halt schon einfach auch so, dass es uns nicht, dass den Kindern nicht so leicht gemacht worden ist und dass die deswegen schon eine ziemliche Belastung mitbringen. Ich kann das auch von mir nicht sagen. Wir waren vier und wir hatten es wunderbar. Meine Mutter war Sonderschullehrerin und hat wirklich ihr Bestes gegeben und es war eine Menge bei ihr. Also, Leonard Orr singt es so zum Schluss. Er gab sein Bestes, es war nicht viel. Das kann ich jetzt meiner Mutter gar nicht sagen. Er hat auch viel gegeben. Also, das sind sicher mal die Umstände und dann braucht es einfach so, ja, diesen Kampfgeist. Ich kompensiere es, ich gehe da drüber, ich zeige es dem Schicksal, dem Leben. Ich stelle mich. Aber uns ist auch nicht viel Mut gemacht worden, weißt du? Also, ich meine, das Mantra der Deutschen, der Schweizer heißt doch, hoffentlich geschieht nichts. Das ist der liebste Wunsch zum Abschied. Ja, ich meine, das ist ja ein dramatisch grässliches Mantra. Ja, also, ich weiß noch, wie ich nach Indien, bin ich früh aufgebrochen nach Indien, da wollte ich eben erleuchtet werden. Und dann sagt meine Mutter zum Schluss, hoffentlich geschieht nichts. Also muss ich ja schon sagen, gut, warum verfluchst du mich? Ich will doch dahin, das, was passiert, endlich mal. Naja, und in dieser Situation war sie ganz erschrocken. Aber das ist eigentlich wirklich ein Fluch. Hoffentlich geschieht nichts. Ja. Was ist das für ein furchtbares Leben? Und da halten sich dann noch viele dran, muss man ja einfach sagen. Also es ist ja schon so, dass viele bürgerliche Menschen Ende 30, Anfang 40 so allmählich absterben und dann sich so erst Mitte 80 eingraben lassen. Und dazwischen ist so ein Überstehen. Mhm. Die wollen am Montagmorgen, dass es Montagabend wird. Wir wollen am Montag, dass es Freitag wird und im Januar, dass es Juli wird. Mhm. Und so zieht sich so das dahin, ist so ein Überstehen, eigentlich mehr ein Überleben. Mhm. Und das, was ich meinen Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben will, ist, Leben ist einfach viel mehr als Überleben. Ja, wir müssen nur einfach in die Verantwortung rein. Wir müssen Antworten finden auf die Herausforderung. Dann kommt da schon einiges bei raus, was uns weiterbringt. Mhm. Uns wird nicht sehr viel Mut gemacht. Ich glaube auch insgesamt in der deutschen Kultur nicht. Mhm. Ich habe auch so ein Stück in einem amerikanischen College erlebt. Ich muss sagen, ich war am Anfang völlig verdutzt, für was ich da gelobt wurde. Man wurde dauernd gelobt, für nichts, ehrlich gesagt. Die haben so eine ganz andere Pädagogik, alles super. ja, ich war völlig erstaunt. Mhm. Aber in so einem Elite-College, ehrlich gesagt, da kommt eine ganz andere Stimmung auf. Mhm. Ja, das hat mir dann der Leiter davon auch mal gesagt. Unser Ziel ist ja doch, dass du einfach, wenn du hier rauskommst, Lust hast zu forschen, ja, und gespannt bist auf dein Leben und das angehst. Und für die ist es auch völlig wurscht. Also da hatte einer, war Chemie-Nobelpreisträger geworden aus dem College, der andere war ein Sänger, John Denver. Ja, das ist den Amis wurscht, die haben ihren Weg gemacht. Mhm. Ja, und die machen so alles, dass du mutig, selbstbewusst deinen Weg gehst. Und bei uns ist schon eher so deckeln. Ja, Angst. Schön bescheiden sein, ja, meine Eltern immer gesagt. Ja. Ja, nicht auffallen. So, das ist so gut. Als Junge, ich war der Erstgeborene, da wird man noch so zum Prinzen wenigstens irgendwie getrimmt. Aber danach kamen zwei Schwestern, die haben dann schon ein anderes Schicksal gehabt. Da wird doch eher so vermittelt, also nicht so direkt natürlich, aber du bist jetzt ein Mädchen und das ist ein bisschen Enttäuschung und du wirst noch viele Enttäuschungen erleben, aber wir Frauen tun uns zusammen, wir lernen umgehen mit den Enttäuschungen.
die Prinzen, die lernen ja nicht mal mit Enttäuschung umgehen. Mhm. Ja, das ist ja das Dümmste, was man ihnen eigentlich so bringt. Aber es gibt so ein bisschen Selbstbewusstsein. Ne? Du bist wunderbar, du bist unfehlbar. Wer dich nicht mag, der muss dumm sein. Mit der Methode kriegt man nie das Mädchen, was man will. Ja, die nämlich nicht gleich anspringt, denkt man, jetzt ist die blöd. Die Mädchen, die lernen ja wenigstens mit den Enttäuschungen umgehen. Ne? Versuchen sie es nochmal ein bisschen haben. Mhm. Dann haben sie wenigstens, was sie wollen. Also wir haben schon eine komische Sozialisation, aber ich will auch nicht auf die Sozialisation projizieren. Ja? Also ich meine, wir haben es selbst in der Hand. Wir können es ändern. Du hast deinen Weg genommen mit Schwierigkeiten überwunden. Ich habe meinen gelebt und muss auch sagen, die Schwierigkeiten waren eigentlich Dinge. Also genau. Die Scheidung, 8 Jahren haben sie sich scheiden lassen, habe mich nicht gefreut als Kind. Aber plötzlich kam ich aus Norddeutschland nach Süddeutschland. Das war mal ganz was anderes, eine ganz andere herausfordernde Sprache, die ich gar nicht konnte. Das war am Anfang schwierig, aber nachher war das gut. Ich habe angefangen, Skirennen zu fahren, weil beim Fußball haben sie mich nicht mitspielen lassen. So, und habe mich über Skifahren sozusagen auch in Bayern vom Saupreußen zu dem gemausert, wo sie dann gesagt haben, der aus der Zeitung ist in unserer Klasse. Das war natürlich für mein Ego wieder prima. Ja, dann hat mir das Schicksal 3-mal die Gräten gebrochen, dann, um mein Ego auch wieder auf die Reihe zu kriegen. Kann ich heute auch dankbar sein, da habe ich meditieren gelernt bei der Gelegenheit oder jedenfalls vertieft. Wir haben immer die Wahl, wie du sagst. Ja, wir können immer zum Jammerer werden oder zu jemandem, der Antworten findet. Genau. Wir können da immer entscheiden und ich würde ja, wie du offensichtlich auch, immer rüberbringen wollen. Du hast die Wahl. Ja, du kannst ein physisch großes Herz kriegen, dann wird das Elend enden. Und dann nennt man das Herzinsuffizienz, dann kriegst du dann Digitalisten, lindert ein bisschen. Aber das ist ein elendes Sichtum. Oder aber du kriegst ein großes Herz im übertragenen Sinn, dann wirst du auch auffallen. Aber anders. Und die Wahl haben wir eigentlich ständig. Wir können uns zum Opfer machen und machen lassen. Man muss schon sagen, Vater Staat hat aus meiner Sicht auch eine zunehmende Tendenz, uns zu Opfern zu machen. Absolut. Was da für ein Mist rüberkommt, das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Aber wir haben immer auch Mutter Natur. Ja, und können uns immer auch in Mutter Natur geborgen fühlen. Ja, auch immer, wenn wir uns wohlfühlen, in Mutter Natur zum Beispiel, sagen wir immer du zueinander. Mhm. Ja, also auf dem Meer sagst du, auf den Höhen der Berge sagst du, im Urwald sagst du, in der Wüste sagst du, beim Spiel sagst du, beim Spaß sagst du, beim Sport. Ja, also wenn es uns gut geht, wenn wir in der Natur sind, sind wir per Du. Vater Staat, da haben die in der Schule sogar Dalge, mach das und das gesagt. Das ist dieses, und wir haben natürlich Sie gesagt, das ist ein Drucksystem. Vater Staat, der bringt uns so dieses Gefühl bei, es reicht nicht. Du musst dich anstrengen, Konkurrenz, genau. Alles zu knapp hier. Mutter Natur kommt in einem unheimlichen Überfluss. Voll schön. Ja, also Millionen Spermien sind ausgezogen. Eins hat dann diesen Volltreffer Winder gemacht und eins Rüdiger. Aber das geht uns allen so. Ja, wir sind ja verblüffend einzigartig und wir können uns persönlich gemeint fühlen und haben mit Mutter Natur, Mutter Erde, mit diesem weiblichen Pol einfach wirklich einen unglaublichen Rückhalt. Aber Vater Staat, glaube ich, müssen wir heute wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Der fördert diesen ganzen Ellenbogen-Mentalität und Konkurrenz und Pharmaindustrie, Nahrungsmittelindustrie, um nur 2 zu nennen. Ich meine, ja, die sind da alle nicht anders wie die Automobilindustrie. Die ist ja jetzt mal aufgeflogen mit ihren Schwindeleien da. Mhm. Aber im Endeffekt kann ich aus Erfahrung sagen, mit der Pharmaindustrie, da geht es doch nicht um Gesundheit. Mhm, da geht es wie bei jeder Aktiengesellschaft um Geld verdienen. Das ist nicht mal ein Vorwurf. Mhm. Nahrungsmittelindustrie, da geht es doch nicht um Gesundheit. Überhaupt nicht. Ich sage den Leuten, esst bloß nichts, was im Fernsehen beworben wird. Um Gottes Willen. Ja, das nicht. Das hat es nötig. Such das aus, was im Garten wächst. Am besten schon zu Omas Zeiten, mit so einem alten, einem hohen Genalter. Mhm. Da kann nichts verkehrt sein. Mhm. Naja, also wir haben diese Wahl, aber natürlich ganz viele lassen sich so einwickeln von Vater Staat und unter Druck setzen. Mhm. Und da hilft nichts, als sich auf sich besinnen. Ich habe die Wahl, wie ich esse, was ich am Abend, wenn ich schon Fernsehen schaue, kann ich eben auch einen guten Film sehen oder schaue meinen Laptop an. Ist ja heute alles möglich, das ist ja das Spannende. Wir leben ja in unglaublich tollen Zeiten. Ja, und wir haben wirklich auch so viel Rückendeckung heute durch die Wissenschaft. Also ich bin heute immer noch so gern auch Arzt.
Das Fasten wird in den USA von den besten Wissenschaftlern entdeckt. Ja? Also Mark Madsen, Neurowissenschaftler, erste Garnitur. Oder Walter Longo, dieser Biologe in UCLA. Also das ist heute so als Panaceum in den USA schon. Auf jeden Fall erstmal ans Fasten denken. So. Mhm. Diese Haltung, dass ich das noch erlebe. Mhm. Ja, ich habe unter vorgehaltener Hand meinen Patienten gesagt, ja, Sie dürfen es nicht weiter sagen, Sie haben Krebs, wir fasten. Ja, das war ja, da habe ich mich ja gefährdet. Absolut. Von psychischen Krankheitsbildern. Jetzt durch den Arte-Film. Das ist ja nur ein Film von Arte. Das kommt ja nicht von der Uni bei uns. Sondern das kommt wirklich von einem Fernsehsender, Arte eben. Also diesbezüglich haben wir natürlich da eine ziemliche Chance. Und das geht in viele Bereiche. Die Sharing Economy, diese Online-Geschichten, habe ich schon gesagt. Wir können wirklich mit viel, viel Rückendeckung rechnen. Und das macht auch aus meiner Sicht wirklich großen Spaß. Ja? Ich meine, ich bin auch gar nicht ganz gegen Nahrungsmittelindustrie. Die machen ja auch viel Sinnvolles natürlich. Absolut. Ich bin auch nicht ganz gegen Pharmaindustrie. Also ich nehme selbst so eine kleine Wunderpille, so eine rote Amorex. Da habe ich alles drin, was ich brauche. Mhm. Ja, also die Vorstufe von Dopamin, dem Glückshormon, die Vorstufe von Serotonin, dem Wohlfühlhormon, mein B12, was ich brauche, mein Vitamin D6 für die Träume, dass ich die erinnern kann. Und genug Vitamin D. Also alles in der kleinen roten? Ist alles in der kleinen roten. Okay, hat es mir aufgeschrieben. Also diesbezüglich bin ich ja froh, dass das gibt. Es war auch kein Pharmakonzern dahinter, sondern auch keine Ein-Mann-Firma, sondern sozusagen eine Ein-Frau-Firma schon so ungefähr. Aus Österreich sogar. Genau. Also es gibt immer auch einen Gegenpol, will ich damit sagen. Ja? Also natürlich gibt es auch unglaublich schlechte Filme. Und gerade aus Hollywood, ja, gar keine Frage. Aber wir haben doch die Wahl, wir können uns die Guten raussuchen. Ja, das ist etwas, was wir uns klar machen müssen. Ich muss dieses Fernsehprogramm nicht nehmen. Ich meine, da sind jetzt heute 150 Möglichkeiten. Aber die eine schlimmer als die andere, für mein Gefühl. Außer mal Arte. Na gut, das ist auch ein Sender, auf den ich dann sehr stehe, muss ich sagen, und wirklich dankbar bin, weil die so viel wertvolle Hinweise bringen für mich als Arzt. Mhm. Ja, also für Patienten natürlich auch. Es gibt immer den Gegenpol auch. Ne? Das, was wir am Anfang, im ersten Teil unseres Gesprächs mit dem Polaritätsprinzip besprochen haben. Es braucht beide nie, Seiten. Ne? Ja, es macht nie Sinn, alles. Etwas total zu verteufeln. Mhm. Irgendwas Gutes muss auch an den Russen sein. Ja? Also ja. Zum Beispiel haben die uns noch nie überfallen. Wir haben das ja schon mehrfach gemacht. Könnte man irgendwie so draufkommen und sagen, also ganz nur schlecht. Und ja, das irgendwas Gutes muss auch ein Herr Trump sein, ehrlich gesagt. Ja? Das gibt es nicht, dass alles nur schlecht ist. Der will zum Beispiel keinen Krieg mit den Russen machen. Finde ich als Österreicher schon mal super, weil wir wären dann wieder Aufmarschgebiet hier. Also so, du findest natürlich schon, wenn du schaust, immer beide Pole. Und das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Und würde ich auch jedem raten, ja nicht dieses Schwarz-Weiß und Verteufeln. Ja, das ist so, ich meine, ja, jetzt haben wir jetzt ewig lang den weiblichen Pol des Yin klein gemacht, niedergemacht, verteufelt. Das Ergebnis haben wir jetzt, es geht ja auch den Männern nicht gut mit dem. Nein. Das ist hier wirklich einfach, so wie wir gesagt haben, der kleine Prinz ist ja eigentlich noch schlechter dran, weil er einfach noch weniger Chancen hat. Mhm. Also wir könnten, wenn wir die Spielregeln lernen, könnten wir gut lernen, auch mit unseren Krankheitsbildern umgehen. Mhm. Die Ernährung ist sowas Einfaches. Ja, es ist, man verzichtet nichts, wenn man in so eine Richtung gesunde Ernährung, Peace Food geht. Man kriegt einfach eine bessere Haut, eine bessere Ausstrahlung und die Figur, die man will und die zu einem passt vor allen Dingen auch. Wir hätten einfache Möglichkeiten. Meditieren ist halt so ein Heimspiel. Ja, an jeder Ecke kannst du aus jeder Tradition was holen. Ja, also so ein Büchlein gemacht, ein Ratgeber, jetzt einfach meditieren. Ich meine, der war auf 120 Seiten beschränkt, da hätte ich auch 1000 zu schreiben können. Wir haben halt zu jeder Tradition praktisch eine Offenheit. Wir sollten dann nur konsequent bei einer mal bleiben, eine Zeit lang. Ja, genau. Das gilt für so viele Sachen. Also wir wissen heute zum Beispiel, dass wir nicht mehr sparen müssen mit unserem Hirn. Ja, wir haben das ewig gelernt, weil das auch so viel Energie verbraucht, das Hirn. Wir können jetzt einfach denken, dann wäre man nicht so dick und dann sind wir einfach flexibler. Erlaubt, sozusagen. Ja. Wir wissen um die Neuroplastizität. Seit über 20 Jahren, wir könnten jetzt mal anfangen, Konsequenzen zu ziehen. Ja, wir benutzen 10% von unserem Hirn. Wofür haben wir dann 100? Genau, ist nicht verkümmert also, im Laufe der Evolution, muss irgendwas mit gewollt sein. Ja, sonst. Ja.
In dem Sinne. Sonst wäre es geschrumpft. Was nicht gebraucht wird, schrumpft irgendwann. So ist es. Ne? Genau. Ja. Gab es für dich ein Schlüsselerlebnis, warum du diesen Weg eingeschlagen hast? Gesundheit, Naturheilkunde. Du bist ja auch Reinkarnationstherapeut mit Astrologie, glaube ich. Bist du auch gut unterwegs, ne? Mit den Urprinzipien, also Horoskop habe ich nie gemacht. Mhm. Und Psychotherapie mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber habe ich doch 30 Jahre gemacht. Mhm. Also, ja, gibt nicht ein Schlüsselerlebnis. Es gibt so ein paar Hinweise. In der Klinik habe ich mich mit den Patienten wohlgefühlt, aber nicht so sehr mit den Kollegen. Das waren so Sätze wie, könnten Sie mal im Rahmen eines ihrer langen Gespräche bei der Patientin XY eine Infusion anhängen. Ja, da weißt du schon, was da gewünscht ist und was nicht. So, da gab es halt viele. Da merkst du schon so, okay, Blut her, aber bloß nicht reden. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann bin ich erstmal ein Jahr einfach ausgestiegen und habe wieder Füße massiert und habe mir so mein Studentendasein weiterverdient und bin auf Weltreise gegangen. Ich habe mir einfach mal Medizin überall angeschaut. Und habe dann überlegt, Medizinjournalist zu werden oder Wissenschaftsjournalist. Und dann habe ich aber doch wieder Zugang gefunden. Aber eher über schamanische Medizin sozusagen, ja, oder ayurvedische oder chinesische, weil die haben eine Philosophie dahinter, das hat mich angesprochen. Und über die habe ich eigentlich dann auch wieder den Weg zur Schulmedizin gefunden. Ich meine, da kenne ich mich heute schon auch noch aus und bilde mich auch noch fort. Muss ja auch wissen, welche Medikamente muss ich absetzen. Oder wenn ich die absetze, was passiert dann? Mhm. Also es ist nicht nur wichtig, dass man die durchschaut, sondern man muss auch wissen, wenn man sie wegnimmt, wie tut man das? Ja. Da bist du wieder. Okay, ich muss auch wissen, wenn ich sie wegnehme, wie tut man das? Mhm. Also ich bin auch froh, dass ich Schulmedizin studiert habe, auch Pharmakologie. Wenn ich Medikament absetze, muss ich schon auch wissen, was tut das? Mhm. Ja, und womit muss ich da rechnen? Also früher war das mit den Antidepressiva ganz gefährlich. Da war das getrennt, die stimmungsaufhellende und die antriebssteigernde Kraft dieser Medikamente. Und wenn du dann die einfach abgesetzt hast, wie das manche Heilpraktiker getan haben, dann hat die stimmungsaufhellende Wirkung zuerst nachgelassen. Die antriebssteigernde war noch da. Dann hat er sich umgebracht mit seiner Selbstmordneigung. Ja? Also das ist schon ganz wichtig. Und das gilt in jeder Hinsicht. Ja? Ich muss auch natürlich wissen, was geschieht da so im Dickdarm, anatomisch. Das will ich auch wissen. Wenn ich da jetzt Kolonhydrotherapie höre, den Naseeinlauf, frage ich mich erstmal, will der in die Umlaufbahn geschossen werden? Nein, eigentlich nicht. Braucht der eine Kolonhydrotherapie? Ja, so ein Wasserfall durch seinen Darm dadurch. Und dann sollte ich wissen, okay, das ist natürlich die Unterwelt des Körpers. Wenn ich da jetzt richtig jetzt durchputze, dann kommt doch vieles in Gang. Der kann eine Psychose entwickeln, weil nämlich da eine Parallele besteht, ja, zwischen dem Darm. Das ist die Verdauung des Materiellen und Hirn verdaut eben das Immaterielle. Und wer fragt schon bei uns nach, bei Leuten mit Psychosen? Haben sie vor kurzem eine Kolonhydrotherapie gemacht oder mehrere? Also ich sollte diese ganzen Zusammenhänge kennen. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt für mein Gefühl. Und da würde ich auch gar nichts verzichten wollen. Ja, vieles brauche ich auch nicht von der Schulmedizin. Ich meine, das ist wie mit der Krankenkasse. Ich brauche die seit Jahrzehnten nicht. Aber da bin ich doch nicht böse, bin doch froh, ja, dass ich mich doch so gesund erhalten kann. Und muss jetzt nicht auf Leute projizieren, die dauernd brauchen. Die sind ja geschlagen damit. Absolut. Ich würde ihnen eher helfen wollen, dass sie sie nicht mehr brauchen. Mhm. Aber für einen Notfall ist sie wahrscheinlich eh ganz richtig. Ich wünsche mir, dass es auch die Ärzte, dass sie diesen ganzheitlichen Aspekt immer mehr mit reinnehmen, weil ich glaube, damit ist uns allen sehr, sehr, sehr gedient. Das ist tatsächlich so, sie tun es auch eng. Ja, unglaublich. Also, ich habe ja früher eine ziemliche Auseinandersetzung gehabt mit der Ärzteschaft und der Ärztekammer auch. Und ich mache seit über 10 Jahren mache ich auch Ausbildung für die Ärztekammer, die Deutsche Ärztekammer. Es gibt Fortbildung, also es gibt Kreuzfahrten. Ich staune, wie viele Punkte die kriegen, auch wenn die Psychosomatik auf der Kreuzfahrt mit mir machen. Mhm. Also diesbezüglich ändert sich auch da was. Mhm. Diese ganz alten Betonköpfe, die sind da auch raus. Die gehen raus, ne? Oder sind raus, gehen raus, genau. Mhm. Deswegen bleibe ich auch noch ein bisschen, weil es ja gerade die Stimmung einfach besser ist. Ja.
Man kann als Arzt oder von der Ärztekammer aus Ausbildungen bei dir machen, aber ich habe gesehen, du bietest generell auch Webinare an, du bietest Seminare an, also auch für normal Interessierte, so wie mich zum Beispiel oder unsere Hörer oder Zuschauer bei YouTube, Facebook. Man kann sich bei dir ja in sämtlichen Richtungen, glaube ich, ausbilden lassen, oder? Verschiedene Richtungen. Integrale Medizin, das ist am Anfang die Schicksalsgesetze, das Schattenprinzip, dann die Urprinzipien, Lebensprinzipien. Und dann wird es später auch medizinischer. Dann gibt es mal geistigen Krankheiten und solche Seminare. Aber es gibt auch Fastenberaterausbildung oder Atemtherapeut oder Bilderausbildung. Was ist eine Bilderausbildung? Was ist eine Bilderausbildung? Bilder- und Wasserausbildung, da geht es um diese Seelenbilderreisen, ne? Also. Geführten Meditationen oder so. Und das haben wir verbunden mit der Wasserausbildung, im warmen Thermalwasser, machen wir so Delfinschwimmen und Schweben und solche Dinge wie im Mutterleib. Ah, schön. Gedanke dahinter. Hm? Okay, wow. Wir verlinken deine Homepage, wir verlinken dein schönes Buch, Hollywood-Therapie und alles, was es so noch von dir Schönes gibt. Da sprechen wir gleich noch drüber, über all deine schönen Kontaktdaten. Die verlinken wir natürlich alle im Text, damit die Menschen ja, sich einfach mit dir weiter auseinandersetzen können. Die Zeitschrift vom S&D-Verlag Naturheilkunde und Gesundheit liegt in allen Apotheken kostenlos aus. Auch da findet man dich in diesem Monat mit einem schönen, ausführlichen Artikel. Kann man auch nicht übersehen. Ich glaube, du bist richtig schön groß auf der Titelseite auch zu sehen. Das empfehlen wir natürlich unseren Hörern auch direkt mitzunehmen. Was möchtest du den Menschen mitgeben? Hast du so etwas, wenn du sagen könntest, so eine Sache würde ich gerne den Hörern, den Zuschauern mitgeben? Gibt's da was? Ja, traut euch zu leben, eure Träume zu leben. Ja, das ist das, was die Wissenschaft uns ja sagt. Auf dem Totenbett betrauern alle das nicht gelebte Leben. Mhm. Und umso früher wir erkennen, ja, also einfach zu leben. Paulo Coelho hat es mal so schön gesagt, er möchte, dass auf seinem Grabstein steht, er lebte noch, als er starb. Ja, geil. Ja, es gibt ein Leben vor dem Tod, in der Tat. Ja. Genau. Rüdiger, bleibst du noch kurz dran zur Verabschiedung für uns beide? Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für das wunderschöne Interview. Bitte gern. Und auch allen euch an den Bildschirmen oder Hörer. Dankeschön. Dankeschön ebenso. Ihr Lieben, es war wunderschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich bin mir ganz sicher, euch hat auch dieses Interview ganz doll gefallen. Und ich freue mich ganz doll, euch in der nächsten Woche wieder zu einer großartigen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Alles Liebe für euch. Eure Linda Giese. Einen kleinen Moment.